In Krisenzeiten haben wir oft das Gefühl, dass das Vertraute und das Gewohnte verloren gehen. Und damit auch das Gefühl, dass wir die Dinge kontrollieren und beeinflussen können oder sie positiv gestalten können. Und dieser Verlust kann eine Quelle für unsere Ängste, unsere Sorgen, die Unsicherheit über das Kommende und die innere Wut sein. Der Kontakt zu uns selbst und die innere Verbundenheit lässt uns all das wahrnehmen, unabhängig davon, ob es etwas Positives oder Negatives ist. Und aus dieser Wahrnehmung kann etwas Neues entstehen und es können Transformationsprozesse entstehen. Lass uns heute gemeinsam diese innere Verbundenheit ergründen. Finde heute auch wieder deine bevorzugte Meditationshaltung. Und wenn du sie entdeckt hast, dann kannst du entweder die Augen geöffnet lassen und dir dabei einen Fokuspunkt aussuchen, der dem Blick Halt gibt. Oder die Augen können sich schließen, denn für die nächsten Momente gibt es nichts Besonderes im Äußeren zu suchen. Die Augen müssen nichts suchen. Und wenn sie sich schließen möchten, dann können Sie das ganz sanft und ohne besondere Anstrengung tun. Spüre nun in deinen Körper und nimm die Haltung wahr, in der du bist. Vielleicht magst du sie noch etwas verändern oder anpassen, um noch gemütlicher und bequemer anzukommen. Spür die Erde unter dir. Und tauche in die Auflageflächen nach unten ein. Nimm den Halt wahr, den die Erde dir schenkt. Denn die Berührung zur Erde trägt dich. Spüre die Haut, die deinen Körper umhüllt. Und schenke ihr ein Gefühl des Entspannens. Entspanne auch dein Gesicht, deine Kiefergelenke, deine Lippen, die ganz weich geschlossen sein dürfen. Entspanne auch deine Augen, die sich in ihren Höhlen ausruhen dürfen. Schenke dem Raum um die Augen herum und besonders dem Raum zwischen den Augen eine innere und äußere Weite. Lass deine Stirn weich und glatt werden. Und dann widme dich deiner Atmung. Atme gern ein paar Mal ganz tief bewusst ein. Und tief aus. Tief ein und tief aus, um wirklich hier und jetzt anzukommen. Und dann lass es atmen. Nimm dabei wahr, wie sich dein Körper im Atemfluss bewegt. Wie er ganz fein mitschwingt. Denn so sind deine Atmung und dein Körper miteinander verbunden. Deine Atmung ist in deinem Körper zu Hause. Er dehnt sich aus, wenn du einatmest. Und es entsteht ein innerer Raum, ein Gefühl von Weite und Größe. Und er kehrt in seine innere Mitte zurück, wenn du ausatmest. Er lässt es los und kommt in seinem Zentrum, seiner Mitte, wieder an.
Auch dein Körper selbst ist mit sich verbunden. Deine Fußzehen sind mit deinen Füßen verbunden. Deine Füße mit deinen Beinen. Deine Beine mit deinem Becken. Dein Becken ist ein Teil des Rumpfes und des Oberkörpers. Deine Finger sind über ihre Gelenke mit den Händen verbunden. Deine Hände mit deinen Armen. Deine Arme mit den Schultergelenken. Und deine Schultern mit dem Brustkorb. Dein Kopf ist mit deinem Hals verbunden. Und dein Hals mit deinem Oberkörper. Alles ist miteinander verbunden. Die kleinsten Glieder verbinden sich zu etwas Gemeinsamen. Auch dein Geist ist mit deinem Körper verbunden. Denn der Körper begleitet dich dein ganzes Leben lang, ob dir das nun recht ist oder nicht. Es gibt dich kein zweites Mal. Diese Verbundenheit ist immer da. Du kannst sie im Inneren spüren und ergründen. Und dafür kannst du auch deine Atmung nutzen, denn sie ist ein sehr mächtiges, aber auch feines Werkzeug, um immer wieder neu über das Wahrnehmen des Atemflusses zu dir selbst zu kommen. Deine Atmung verbindet deinen Geist mit deinem Körper. Du bist eine Einheit aus Körper, Atmung und Geist. Du bist eins. Und diese Verbundenheit geht noch viel weiter. Sie geht sogar über dich hinaus. Denn du bist mit deiner Umgebung und mit deiner Umwelt verbunden. Wenn du deine Wahrnehmung ausweitest, dann fühlst du nicht nur dich selbst, du fühlst auch eine räumliche Verbundenheit und auch eine soziale. Denn es gibt Menschen um dich herum, mit denen du verbunden bist. Und diese Verbundenheit teilst. Vielleicht fällt dir in diesem Moment eine Person ein, mit der du dich ganz besonders verbunden fühlst. Überleg darüber nicht so lange nach, sondern fokussiere dich ganz einfach auf die Person, die du gerade vor Augen hast. Wir sind alle miteinander verbunden, mit manchen enger und mit manchen loser. Und doch haben wir alle auf eine Art und Weise eine Verbindung zueinander, denn in diesen besonderen Zeiten erleben wir die Herausforderungen ja gemeinsam. Wir erleben sie zwar auf unsere eigene und individuelle Art und Weise, aber doch alle gemeinsam. Gerade in diesen Zeiten ist es also möglich, die Verbundenheit mit deinen Mitmenschen anzunehmen und zu erfahren. Denn wir sind in ähnlichen Situationen und machen ähnliche Erfahrungen. Wir sind miteinander verbunden, auch wenn wir uns möglicherweise gar nicht kennen. Du bist mit den Menschen um dich herum verbunden, die in deinem Haus, mit denen auf der Straße, in deiner Region, sogar in deinem Land, auf dem Kontinent und auf dem gesamten Planeten. Selbst wenn wir uns alle gar nicht persönlich kennen. Und selbst wenn du alleine bist und einsam, so bist du doch auch mit der Welt um dich herum verbunden. Auch wenn du jetzt bei dir selbst bist und du alleine in einem Raum weilst,
bist du doch mit allem verbunden. Du bist bei dir selbst und verbunden mit allem. Alleine und verbunden zugleich. Und diese Gewissheit, dass du niemals wirklich alleine bist, schafft einen inneren Halt und eine innere Sicherheit. Es ist ein Gefühl, das dich tragen kann. Bereite dich nun langsam darauf vor, wieder zurückzukehren. Nimm die Verbindung zu deiner Atmung wahr und spüre, wie du geatmet wirst. Spüre, wie es einatmet und ausatmet. Und dann beginn die Atemzüge zu vertiefen und zu verlängern. Atme ganz bewusst und tief ein und atme ganz tief aus. Noch einmal ganz tief einatmen und ganz tief ausatmen. Spür auch die Verbindung zu deinem Körper wieder. Wie fühlt er sich jetzt an? Was hat sich verändert? Spür deine Haut. Nimm die Erde unter dir wahr, die dich die ganze Zeit über getragen und dir Halt gegeben hat. Spür den Raum um dich herum. Und öffne dann ganz bedacht deine Augen. Vielleicht konntest du in dieser kleinen Meditation die Verbundenheit zu dir selbst ergründen und auch spüren, wie du mit anderen Menschen verbunden sein kannst. Das kann ein Quell für den inneren Halt sein. Und doch bleibt die äußere Welt immer noch unsicher und bietet derzeit nur wenig Halt und kaum Orientierung. Deshalb werden wir uns im nächsten Meditationsimpuls diesem Thema etwas näher widmen. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Liebe.